des Universums. Sie zeigen uns gigantische Nebel, wo Sterne und Planeten geboren werden. Mit jedem neuen Teleskop erhalten wir neue und tiefgreifende Erkenntnisse über das Universum. In atemberaubender Klarheit zeigen sie uns Sternexplosionen, kollidierende Galaxien und die gewaltige Kraft schwarzer Löcher. Dort liegt ein verborgenes Universum. Wir sehen, wie das Universum sich verändert. Revolutionäre technologische Fortschritte und immer größere Teleskope erweitern für uns kontinuierlich den Horizont des Weltalls. Jedes Mal, wenn wir einen neuen Teil des Universums erforschen, machen wir großartige Entdeckungen. Aber wann und wo hat dieser Wettlauf begonnen? Und wohin wird er uns führen? Dies ist die bemerkenswerte Reise durch die 400-jährige Geschichte eines außergewöhnlichen Instruments, das alles verändert hat, was wir zu wissen glaubten. Teleskope haben unser Verständnis von uns selbst revolutioniert, von unserem Platz im Kosmos, davon, wer wir sind und woher wir kommen. Entdecken Sie mit uns die Geheimnisse der Milchstraße. Gigantische, 6 Stockwerk hohe Türen gleiten auf. Diese Zwillingsaugen machen sich bereit, ins tiefste Weltall zu blicken. Sie gehören dem weltweit größten Stereoteleskop. Es ist eines der leistungsfähigsten Teleskope der Welt und kostete 120 Millionen Dollar. Seine Spiegel mit je 8,4 Meter Durchmesser sammeln Licht von Objekten, die millionenfach leuchtschwächer sind als das, was das menschliche Auge sehen kann. Eine 600 Tonnen schwere Apparatur dreht die Spiegel so, dass sie über 13 Milliarden Lichtjahre weit bis zum Rand des beobachtbaren Universums blicken können. Superteleskope wie dieses liefern gestochen scharfe Aufnahmen der entlegensten Winkel unseres Universums. Wogende Nebel aus Gas und Staub, durch die Winde mit Überschallgeschwindigkeit fegen und die von tausenden energiegeladener neuer Sterne erleuchtet werden. Diese über 90 Billionen Kilometer entfernten gigantischen Gas- und Staubnebel sind Sternenkindergärten. Dort werden Sterne und Planeten geboren. Plötzlich schleudert die Explosion eines sterbenden Sterns superheißes Gas mit Hunderten von Kilometer pro Sekunde durchs All. Und in weit entfernten Galaxien gelingen Aufnahmen von unsichtbaren Materiejets, die eines der geheimnisvollsten Objekte ins All schießen. Ein supermassives schwarzes Loch. All das verdanken wir den Hightech-Teleskopen. Das Teleskop hat verändert, wie wir über unsere Spezies denken. Mit einem neuen Teleskop wird man immer etwas Neues finden, weil man einfach mehr sieht. Derart atemberaubende Aufnahmen sind nur möglich, weil außergewöhnliche Teleskope wie diese Nacht für Nacht vom Erdboden und vom Weltraum aus den Blick ins All richten. In den letzten 400 Jahren haben technische Revolutionen dieses bahnbrechende Instrument grundlegend verändert. Doch wie fing alles an? Die Geschichte beginnt mit einem Mann und 2 Glaslinsen. Wir schreiben den Sommer 1609. Mathematikprofessor Galileo Galilei baut seine eigene Version einer außergewöhnlichen neuen Erfindung. Es ist das Teleskop. Ein Name, der im Altgriechischen Fernsehen bedeutet. Die Erfindung verbreitet sich von einer kleinen Stadt in den Niederlanden aus wie ein Lauffeuer über Europa. Brillenmacher, die an den präzisesten Glaslinsen der damaligen Zeit arbeiten, entdecken, dass 2 verschiedene Typen von Linsen in genau dem richtigen Abstand gehalten einen überraschenden optischen Effekt produzieren. Sie funktionieren wie ein Vergrößerungsglas für weit entfernte Objekte. Das ist die Geburtsstunde des Teleskops. Galileo erkennt sofort das Potenzial dieser Erfindung. Galileo ist praktischer Mathematiker. Er entwirft Instrumente. Und oft werden diese Instrumente zu Kriegszwecken benutzt. Galileo gelingt es, die Vergrößerungsleistung des Teleskops auf das 8-fache dessen zu steigern, was man mit bloßem Auge sehen kann. Und dafür gibt es eine militärische Nutzung. Den Feind zu sehen, bevor er dich sehen kann. Das venezianische Militär kauft dieses neue Gerät als Fernrohr zum Entdecken feindlicher Schiffe. Doch dann richtet Galileo sein Teleskop in den Himmel und löst eine Revolution aus. Damit betritt Galileo absolutes Neuland. Das Teleskop kann dazu benutzt werden, Dinge über die Welt zu entdecken, von denen wir zuvor nichts wussten. Alles, was Astronomen vor Galileo über das Universum wussten, entsprang dem, was sie mit bloßem Auge sehen konnten.
die Sterne und den Mond. Heutzutage können selbst Amateurastronomen wesentlich mehr sehen. Alexander Hall verbringt ihre Nächte damit, von ihrem Garten aus den Nachthimmel zu beobachten. Es wird mir nie langweilig, den Nachthimmel zu betrachten. Es ist, als wären 2000 Diamanten auf schwarzem Samt verstreut. Und dann geht der Mond auf. Er durchläuft seine Phasen und jedes Mal, wenn man ihn betrachtet, sieht er anders aus. Für das bloße Auge erscheinen 5 Sterne zuweilen heller als die übrigen. Und wenn man sie beobachtet, scheinen sie sich im Laufe der Nacht vor dem Hintergrund der anderen Sterne zu bewegen. Anders als die übrigen Sterne bewegen sie sich. Manchmal sind sie sichtbar, manchmal nicht. Jeder dieser hellen Sterne ist ein Planet. Ein Name, der auf Griechisch schlicht Wanderer bedeutet. Venus, der Abendstern, gleitet bei Sonnenuntergang über den Horizont. Mars glüht rot. Jupiter und Saturn überstrahlen alles um sich herum. Wir wissen jetzt, dass diese Wandelsterne eigentlich andere Welten sind. Wie die Erde. Planeten, so wie wir sie heute verstehen. Aber zu Galileos Zeiten glauben alle, es wären einfach nur Sterne. Es gibt nur eine Welt im Universum. Unsere Erde, um die sich alles dreht. Tagsüber scheint die Sonne um die Erde zu kreisen und nachts scheinen auch Mond und Sterne über den Himmel zu wandern und die Erde in riesigen Umlaufbahnen zu umkreisen. Wenn man den Nachthimmel beobachtet, scheinen alle Sterne, alle Planeten und der Mond um dich herum zu kreisen. Es ist, als wäre man im Zentrum des Geschehens. Ein ziemlich starkes Gefühl. Aber Galileo ist im Begriff zu zeigen, dass es eben nur ein Gefühl ist. Die bekannte Weltordnung gerät ins Wanken, als er den Mond betrachtet. Zu seiner Zeit glaubt man, dass alle Himmelskörper makellos sind. In der damaligen Kosmologie war der Mond ein himmlischer Körper und daher perfekt. Aber als er über eine Entfernung von fast 400.000 Kilometer ins All blickt, sieht Galileo etwas ganz anderes als die glatte Kugel, die er erwartet. Er sieht stattdessen einen von Kratern und Tälern zerklüfteten Mond. Es muss ein ganz außergewöhnlicher Moment gewesen sein für Galileo, mit seinem winzig kleinen, armseligen Teleskop den Mond zu betrachten und Krater zu sehen, Gebirgskämme, Täler. Er sah zum ersten Mal geografisches Terrain auf einem anderen astronomischen Objekt. Das bedeutet, unsere Erde ist nicht einzigartig im Kosmos. Der Mond ist nicht glatt, er ist wie die Erde. Aber das ist erst der Anfang. Als nächstes richtet Galileo sein Teleskop auf Jupiter, einen der Wandelsterne. Er sieht ihn, wie ihn noch niemand zuvor gesehen hat. Das ist eine exakte Computerrekonstruktion dessen, wie Jupiter durch Galileos Teleskop aussah. Kalibriert mit Galileos ursprünglichen Linsen wird deutlich, mit welcher Herausforderung er konfrontiert war. Ein Nachbau seines Teleskops zeigt, wie schwer es ist, ein ruhiges Bild zu erhalten. Als ich Jupiter dann mit diesem Teleskop sah, konnte ich ihn nur schwer fokussieren, weil die Linsenqualität verglichen mit heute nicht sehr gut ist. Für das bloße Auge sieht Jupiter aus wie ein heller Stern, ein Lichtpunkt. Durch Galileos Teleskop gesehen bleiben alle anderen Sterne Lichtpunkte, doch Jupiter erscheint plötzlich als eine viel größere, runde Scheibe. Dieses verschwommene, wackelige Bild von Jupiter ist eine Offenbarung. Galileo kommt zu einem erstaunlichen Schluss. Jupiter muss eine Kugel sein, eine andere Welt, nach unserem heutigen Verständnis ein Planet. Und um ihn herum überraschen noch weitere Objekte. Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade eine kleine Glaslinse vorn an ein langes Rohr geklebt. Und zu Ihrer großen Überraschung sehen Sie 2 oder 3, vielleicht sogar 4 Sterne neben Jupiter. Wie kleine Entenküken, die ihrer Entenmutter folgen. Nacht für Nacht notiert Galileo die wechselnden Positionen dieser neuen Sterne. Stellen Sie sich Ihre Überraschung vor. Wieso sollten Sterne Jupiter folgen? Und natürlich erkannte Galileo schon nach 1 oder 2 Wochen, dass das eigentlich Monde waren, die Jupiter umkreisten. Galileo weiß, dass er auf etwas Spektakuläres gestoßen ist. Er veröffentlicht seine Ergebnisse in einem Buch namens Der Sternenbote. Es ist das brisanteste wissenschaftliche Buch, das je geschrieben wurde. Es hatte unmittelbare Auswirkungen. Galileo wurde über Nacht ein Star. Aber die größte Offenbarung sollte noch kommen. Galileo schreibt etwas nieder, das unsere Sichtweise des Universums für immer verändern wird. Er beobachtet, dass der Planet Venus seine Form und Größe verändert. Über Monate hinweg verändert er sich von einer großen Sichel hin zu einer kleinen runden Scheibe. Dann schieben sich Schatten über den Planeten und verwandeln ihn wieder in eine große Sichel. Für Galileo kann das Muster des Schattens, den er auf der Venus sieht, nur eines bedeuten. Die Venus umkreist die Sonne.
Doch damals glaubten die Menschen, dass alles die Erde umkreist. Nun ist die Erde nicht länger der Mittelpunkt des Kosmos. Das bedeutete, wir sind nicht mehr Mittelpunkt des Universums. Diese sehr simple Beobachtung erschütterte die Grundfesten der Welt. Die Erde ist nicht länger das Zentrum des Universums, sondern die Sonne, ungeachtet dessen, was von unseren Sinnen wahrgenommen wird. Doch diese Entdeckungen bringen Galileo bekanntermaßen in direkten Konflikt mit der römisch-katholischen Kirche. Die Lehre der Kirche besagte, dass Gott den Menschen auf der Erde unmittelbar im Zentrum der Schöpfung platziert hat. Indem er die Ansicht vom heliozentrischen Universum vertrat, stellte er die Autorität der Kirche infrage. Er widersprach sozusagen der legitimen Interpretation der Bibel. Und das konnte die Kirche nicht zulassen. Was Galileo sah, ist das Sonnensystem, wie es unserem heutigen Verständnis entspricht. Galileos Entdeckungen veränderten die Welt für immer. Die Welt der Wissenschaft, die Beziehung zwischen Wissenschaft und Religion und das Universum. Für immer. Das ist das Universum, zu dessen Enthüllung Galileo beiträgt. Planeten und ihre Monde umkreisen die Sonne. Heute zeigen Teleskope dieses Sonnensystem in einer Detailgenauigkeit, von der Galileo nur träumen konnte. Explosionen auf der Sonnenoberfläche mit der Sprengkraft von 1 Milliarde Megatonnen TNT. Details im großen roten Fleck auf Jupiter. Ein riesiger Wirbelsturm, so groß, dass er 3 Erden verschlingen könnte. Auf Jupiters Mond Io können wir beobachten, wie Vulkane Gas und Asche hoch ins All schleudern. Auf dem Mars sehen wir einen Canyon 5-mal tiefer als der Grand Canyon. Und einen Vulkan 3-mal so hoch wie der Mount Everest. Auf der Oberfläche der Venus erheben sich unter dichten Schwefelsäurewolken Berge aus der steinigen Oberfläche. Und am äußersten Rand unseres Sonnensystems umkreisen Zwergplaneten aus Gestein und Eis die Sonne. Aber ein Planet bleibt nach wie vor rätselhaft, selbst für die modernsten Teleskope. Saturn und seine rätselhaften Ringe. Galileo erkannte als erster, dass dieser Planet anders war als die übrigen. Für ihn sahen die seltsamen Konturen aus wie Ohren. Er hielt sie für Monde. Später sahen Astronomen sie als breiten, flachen Ring, der den Planeten umgibt. Dann entdeckte ein Mann, dass dieser Ring eigentlich aus mehreren konzentrischen Ringen bestand. Dieser Mann war der Astronom Giovanni Cassini. Nun erforscht eine nach ihm benannte Weltraummission, wieso Saturn überhaupt Ringe hat und woraus sie bestehen. Die Cassini-Mission der NASA. 3, 2, 1, and liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. In der Raketenspitze befindet sich die Raumsonde Cassini. Vor ihr liegt eine über 1 Milliarde Kilometer lange Reise zum Planeten Saturn. An Bord der Sonde befinden sich hochempfindliche Teleskope. Sie werden Saturns rätselhafte Ringe erforschen und deshalb versuchen, so nah wie möglich an sie heranzufliegen. Good solid rocket booster separation. First stage. Item 152. Bei ihrem Flug zum Saturn, dem am weitesten entfernten Planeten in Galileos Sonnensystem, nutzt die Raumsonde Cassini Jupiters massive Anziehungskraft zur Beschleunigung, um sich von ihr Millionen von Meilen Richtung Zielort katapultieren zu lassen. Mit ihren hochempfindlichen Teleskopen fliegt Cassini an Jupiter mit über 100.000 Kilometer pro Stunde vorbei. Selbst bei einer derart enormen Geschwindigkeit dauert die Reise 7 Jahre. Doch schließlich nähert sich Cassini Saturn, rund 1,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Sie taucht durch Saturns äußere Ringe und schwenkt in den Orbit des Planeten ein. Das sind einige der Aufnahmen, die Cassini von den Ringen macht. Sie mögen zwar massiv aussehen, aber sie bestehen aus Milliarden von Eis- und Gesteinsbrocken. Sie reichen von der Größe eines Sandkorns bis hin zur Größe eines Hauses. Und sie erstrecken sich über Hunderttausende von Kilometern. Doch woher stammt dieses Material? Cassinis Teleskope zeigen, dass die inneren Ringe aus Material bestehen, das durch Meteoriteneinschläge aus Saturns Monden herausgesprengt wurde. Doch der äußerste sichtbare Saturnring ist nach wie vor ein Rätsel. Diese von Cassini gemachte Aufnahme zeigt, dass im Gegensatz zu den inneren Ringen der äußerste Ring ein geisterhafter Nebel aus mikroskopisch kleinen Partikeln ist. Astronomen vermuten, dass der Nebel von dem eisigen Mond Enceladus stammen könnte. Doch wie, konnte sich bislang keiner erklären. Dann sehen Cassinis Teleskope etwas, das noch nie zuvor beobachtet wurde. Riesige Dampffontänen schießen aus den Spalten in der Oberfläche von Enceladus empor.
Diese Fontänen schießen hunderte von Kilometern hoch. Wie aufregend, Eruptionen auf einem Eismond zu entdecken. Könnten diese Fontänen die Materialquelle des äußeren Rings sein? Um das herauszufinden, machen Cassinis Teleskope etwas Außergewöhnliches. Sie fliegen durch die Fontänen und kommen so mit an Bord befindlichen Detektoren direkt mit dem Dampf in Berührung. Es ist schon spektakulär, das Innenleben eines Eistrabanten anzapfen zu können. Im Kontrollzentrum analysieren die Astronomen die eingehenden Daten. Der aus Enceladus herausschießende Dampf besteht aus Eis, Salz und Ammoniak. Aus exakt demselben Material besteht der äußere Ring. Das kann nur eins bedeuten. Enceladus-Fontänen sind die Quelle des nebelartigen Rings. Das ist eine bedeutende Entdeckung. Cassinis Weltraumteleskope lüften das Geheimnis der Saturnringe, das Astronomen seit Jahrhunderten beschäftigt hat. Heutzutage reisen Teleskope immer tiefer ins All, um Geheimnisse zu erkunden, von denen Galileo noch keine Vorstellung hatte. Aber um derart gestochen scharfe Aufnahmen zu machen, mussten Teleskope eine extreme Entwicklung durchlaufen. Damals, in den 1650er Jahren, war diese Entwicklung ziemlich langwierig, im wahrsten Sinne des Wortes. Teleskope wurden sehr lang, 4 bis 6 Meter. Das Problem mit frühen Teleskopen waren unscharfe Bilder. Der Grund, die Form der Linsen. Wie NASA-Astrophysikerin Kim Weaver demonstriert, läuft das Licht nicht an einem Punkt zusammen, wenn Lichtstrahlen durch eine derart stark gekrümmte Linse abgelenkt oder gebrochen werden. Die verschiedenen Lichtstrahlen treffen sich nicht alle an einem Punkt. Das Bild, das man mit dieser Linse erhält, ist sehr verschwommen. Außerdem wird ein Teil des Lichts in seine Spektralfarben zerlegt und das verzerrt das Bild. Die einzige Möglichkeit, die Unschärfe und die Regenbogenfarben zu minimieren, besteht darin, dünnere Linsen mit flacherer Krümmung zu verwenden. Weil das Licht in größerem Abstand von der Linse gebündelt wird, werden Linsenteleskope länger und vergrößern stärker. Im 17. Jahrhundert verwenden Astronomen immer dünnere Linsen und ordnen sie in größeren Abständen an. Um 1660 herum waren Teleskope bis zu 100 Mal größer geworden und sie wurden immer noch länger und länger. Das ist der erste Wettlauf ins All. Im Bestreben, immer weiter zu sehen, erreichen Teleskope absurde Proportionen. Bis zu 45 Meter Länge, halb so lang wie ein Fußballfeld. Diese unhandlichen Teleskope sind zwar besser, aber Astronomen wollen noch mehr Details sehen. Und die Teleskope eliminieren die Regenbogenfarben nicht gänzlich. Dann macht sich einer der bedeutendsten Köpfe der Naturwissenschaften daran, das Problem zu lösen. Isaac Newton. Er wirft einen Blick auf das Licht selbst. Newton stellte fest, dass sich weißes Licht aus all diesen verschiedenen Farben zusammensetzt, den Farben des Regenbogens. Fällt weißes Licht durch ein Glasprisma, wird es abgelenkt bzw. gebrochen und in die Farben des Regenbogens zerlegt. Das war die Ursache des Problems der Astronomen. Eine Linse ist eine Art Prisma. Wenn das Licht auf die Linse trifft und durch sie hindurchgeht, wird es in seine Farben zerlegt. Newton sagt also, die Linsenteleskope haben keine Zukunft. Ich werde ein Teleskop konstruieren mit Spiegeln statt Linsen als Hauptkomponente. Newton benutzt Spiegel in seinem neuen Teleskop. Er hält das für machbar, weil Spiegel, wenn sie gekrümmt sind, Licht genauso bündeln wie eine Linse. Ich benutze jetzt diese Linse, um das Licht von der Sonne hinter mir zu bündeln. Und wenn ich sie auf das Papier richte, es fängt an zu brennen. Es hat geraucht. Und nun der gekrümmte Spiegel. Sie können es sehen. Wenn ich das Papier näher heranbringe an den Brennpunkt des Spiegels, fängt es tatsächlich wieder an zu brennen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen einem Spiegel und einer Linse. Das Licht prallt von der Oberfläche des Spiegels ab. Es geht nicht durch ihn hindurch. Also entstehen keine Regenbogenfarben. Newton konstruiert ein kleines, nur rund 15 cm langes Teleskop. Er fertigt einen gekrümmten Spiegel von knapp 4 cm Durchmesser und setzt ihn am unteren Ende des Tubus ein. Das Licht fällt in den Tubus, wird erst von dem gekrümmten Spiegel und dann von einem zweiten, flachen Spiegel reflektiert und mittels eines Okulars gebündelt. Dieses kleine Spiegelteleskop funktioniert genauso gut wie ein ca. 1,20 Meter langes Linsenteleskop. Mit dem Bau des ersten Spiegelteleskops beseitigt Isaac Newton die Regenbogenfarben. Und damit ein Problem, das die Teleskope seit Galileos Zeiten beeinträchtigt hatte. Heute richten Teleskope überall auf der Welt von Observatorien und vom All aus ihren Blick in den Kosmos. Sie erweitern unsere Vorstellung und unser Wissen, indem sie Licht auffangen, das Milliarden von Jahren durch unser Universum gereist ist. Ihre Bildqualität ist so außergewöhnlich, dass diese realen Aufnahmen uns immer wieder staunen lassen. All diese Teleskope funktionieren nur mit großen, perfekt geformten Spiegeln. Ihre Fertigung ist ein Meisterwerk der Präzisionstechnik. Tief unter dem Fußballfeld der Universität von Arizona befindet sich ein Hightech-Spiegellabor,
wo Glasblöcke bei über 1000 Grad Celsius in gigantischen Öfen geschmolzen werden. Das entspricht der Temperatur vulkanischer Lava. Die heiße Flüssigkeit wird zu superglatten, gekrümmten Scheiben gedreht. Dann werden die 20 Tonnen schweren Scheiben aus abgekühltem Glas auf einen Bruchteil der Stärke eines menschlichen Haares geschliffen, um ihre präzise Form zu erreichen. Aber erst wenn eine dünne Aluminiumschicht aufgetragen ist, nur 100 Nanometer dick, werden aus den Glasplatten Spiegel wie die des Large Binocular Telescope in Arizona. Mit einem Durchmesser von 8,4 Meter ist jeder dieser Spiegel 64.000 Mal größer als Isaac Newtons erster Spiegel. Und sie können Licht von Sternen sammeln, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind. Zu Newtons Zeiten ist die Fertigung großer Spiegel, die exakt die richtige Form haben, viel zu kompliziert. Erst ein Jahrhundert später greift ein neuer Pionier Newtons revolutionäre Konstruktion auf und transformiert sie. Dieser Mann ist der Musiker und Amateurastronom Wilhelm Herschel. Herschel hat große Ziele. Er will eine größere Version von Newtons Spiegelmikroskop dazu benutzen, um tiefer ins All zu blicken als je ein Mensch zuvor. Herschel ist Musiker, er ist kein Astronom. Er ist Klarinettist, Impresario und Komponist. Aber seine wahre Leidenschaft ist nicht die Musik, sondern die Astronomie. Herschel will den Nachthimmel auf neue Weise betrachten. Er will über die Planeten hinausschauen zu den Sternen und die leuchtschwächsten Sterne sehen, die unsichtbar sind für andere Teleskope seiner Zeit. Herschel braucht größere Spiegel. Er baut größere Teleskope, weil ihm klar ist, je größer die Blende, desto größer der Lichteinfall und desto weiter kann er ins All schwingen. Doch große, gekrümmte Spiegel herzustellen, ist zu Herschels Zeiten noch eine immense technische Herausforderung. Glasspiegel waren noch nicht erfunden, Spiegel wurden noch aus Metall hergestellt. Und so goss Herschel in seinem Keller Scheiben aus einem Metall namens Speculum, eine spezielle Legierung aus geschmolzenem Zinn und Kupfer. Das sollten seine Spiegel werden. Wir wissen nicht, was die Nachbarn von diesem verrückten Tüftler hielten, der die ganze Straße verpestete. Metallscheiben zu gießen ist nur der erste Schritt bei der Herstellung von Spiegeln. Die abgekühlten flachen Scheiben benötigen eine glänzende, gekrümmte Oberfläche. Herschel schleift und poliert die Metallscheiben mühevoll von Hand in die präzise Form, die für ein Bild notwendig ist. Das ist der reflektierende Spiegel, die wertvollste Komponente des Teleskops, von Herschel handgemacht. Wie ein Kunsthandwerker stellte er etwas her, das sowohl manuelle Fähigkeiten als auch geistige Arbeit erforderte. Dieses Teleskop macht vor über 200 Jahren eine revolutionäre Entdeckung. Vielleicht ein Komet. 1781 beobachtet Herschel Nacht für Nacht den Himmel. An seiner Seite seine Schwester Caroline. Sie notiert alle seine Beobachtungen und wird selbst eine berühmte Astronomin werden. Ihre Beobachtungen waren entscheidend. Sie war eine seiner Geheimwaffen. Dann am 13. März sieht Herschel ein Objekt durch sein Teleskop, das sie noch nicht erfasst haben. Ein sehr leuchtschwacher Stern, der sich vor dem Hintergrund der anderen Sterne zu bewegen scheint. Dieser Wandelstern ist ein neuer Planet, Uranus. Die Planeten waren seit Beginn der schriftlich dokumentierten Astronomie identifiziert. Und nun entdeckt dieser Musiker mit selbstgebauten Teleskopen einen neuen. Das ist erstaunlich. Uranus, ebenfalls von Ringen umgeben, ist 63 Mal so groß wie die Erde. Aber niemand hatte ihn bis dahin identifiziert, weil er mit bloßem Auge kaum sichtbar ist. Mit 2,9 Millionen Kilometer ist er doppelt so weit von der Sonne entfernt wie Saturn, der bis dahin am weitesten entfernte bekannte Planet. Über Nacht verdoppelt Herschel die Größe des Sonnensystems. Die Entdeckung löst eine fieberhafte Jagd nach Planeten aus. Es ist eine Suche, die die technisch ausgereiftesten Teleskope der Welt bis heute fortführen. Die Sonne geht unter über dem Mauna Kea auf Hawaii. Die gigantische Kuppel des Keck-Observatoriums öffnet sich. Ein 10-Meter-Spiegel dreht sich gen Himmel. Jeff Marcy ist einer der weltweit führenden Planetenjäger. Er benutzt das Keck-Teleskop, um nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu suchen. Am Nachthimmel sieht man tausende funkelnder Lichter. Das sind Sterne wie unsere Sonne. Planetenjäger wie Jeff Marcy vermuten, dass viele dieser Sterne eigene Planeten haben könnten. Aber sie zu finden, ist eine ganz andere Sache. Planetenjäger wollen die Nadel im Heuhaufen finden. Teleskope erzielten 1995 einen Durchbruch. Sie registrierten einen normalen Stern, der eine gleichmäßige Taumelbewegung ausführte. Auf den Stern wirkte Gravitationskraft ein. Beweis für einen ihn umkreisenden Planeten, den sie nicht sehen konnten. Exoplanet 51 Pegasi B.
Die Entdeckung des ersten Planeten, der einen normalen Stern umkreist, 51 Pegasi, war ein extrem tiefgreifender Moment für die Menschheit. Wir wissen nun, dass es dort draußen andere Welten gibt. Seitdem haben Astronomenteams auf der ganzen Welt Beweise für mehr als 400 weitere Exoplaneten gefunden. Aber die meisten der bisher entdeckten Planeten sind Gasriesen von der Größe Jupiters. Sie umkreisen ihre Sonnen in viel zu kurzer Distanz, als dass auf ihnen Leben möglich wäre. Und ein Planet, auf dem für Leben erforderliche Bedingungen herrschen, ist das, wonach Planetenjäger eigentlich suchen. Wir würden gern wissen, ob es da draußen bewohnbare Welten gibt, mit geeigneten Temperaturen und flüssigem Wasser. Ob sie die Voraussetzungen haben für Leben, vielleicht sogar für intelligentes Leben. Nach kleinen Gesteinsplaneten ähnlich der Erde zu suchen, ist allerdings ein anderes Paar Schuhe. Das ist das Stichwort für das NASA-Weltraumteleskop namens Kepler. And liftoff of the Delta II rocket with Kepler on a search for planets in some way like our own. Keplers 3 Jahre währende Mission besteht darin, Planeten von der Größe unserer Erde zu finden, die andere Sterne umkreisen. Ich denke, Kepler wird in die Geschichte eingehen, als eines der großartigsten Teleskope der Menschheit. Keplers Mission besteht darin, in unserer Milchstraße in einem Himmelsausschnitt mit 100.000 Sternen Helligkeitsschwankungen festzustellen und somit nach Hinweisen auf andere Welten zu suchen. Nach Absprengung der Schutzkappe beginnt es, das Sternenlicht zu messen. Wir beobachten den Stern. Eine Erde umkreist den Stern, und wenn sie vor ihm vorbeizieht, blockiert sie einen winzigen Bruchteil des Sternlichts. Und dadurch leuchtet der Stern ein kleines bisschen schwächer. Kepler hat bereits mehrere neue Exoplaneten entdeckt. Einen erdähnlichen Planeten hat die Raumsonde noch nicht gefunden. Aber laut den Astronomen ist das nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir die ersten erdähnlichen Planeten entdecken. Orte, die man durchaus als Heimat bezeichnen wollen würde. Obwohl Kepler 100.000 Sterne beobachtet, ist das nur ein kleiner Fleck am Himmel. Da draußen gibt es noch hunderte Milliarden weiterer Sterne. Bei der Suche nach Exoplaneten müssen wir uns Hunderttausende von Sternen ansehen. Daher verwendet Planetenjäger David Charbonneau eine bodenständigere Technologie. Nämlich mit einfachen Teleskopen die nächstgelegenen Sterne zu studieren. Mit kleinen Roboterteleskopen scannt er 2000 Sterne, die wesentlich weniger hell sind als unsere Sonne. Das erleichtert die Aufgabe, einen kleinen Planeten zu entdecken, wenn er vor seinem Stern vorbeizieht. Und er hat einen Planeten entdeckt, der nur 2,7 mal so groß ist wie unsere Erde. Eine Supererde. Wichtig ist, sie scheint mit Wasser bedeckt zu sein und eine Atmosphäre zu haben. Mit gut 200 Grad Celsius ist sie dennoch zu heiß, um bewohnbar zu sein. Aber es ist ein vielversprechender Blick auf das, was es da zu entdecken gibt. Wenn wir Erfolg hätten bei unserer Suche, dann hätte das Auswirkungen, die weit über die Astronomie hinausreichen. Bei ihrem Ziel, bewohnbare Planeten zu finden, bekommen die Profi-Astronomen ein bisschen Hilfe von außen. Amateurastronomen sind von zentraler Bedeutung für unser Verständnis der Planeten, die Sterne umkreisen. Auf der ganzen Welt verteilt machen sie mit geeigneten Teleskopen ihre Beobachtungen. Ron Bissinger ist so ein Astronom. Er tritt in die Fußstapfen von Wilhelm Herschel und dessen Entdeckung von Uranus. Wenn ich Nacht für Nacht hier hochkomme, das Teleskop ausrichte und den Computer hochfahre, weiß ich, welchen Stern ich beobachten werde. Das gehört alles mir. Das ist allein meine Welt. Ich bin für diese Nacht vielleicht der einzige Mensch, der diesen Stern betrachtet. Er hat ein Teleskop, das leistungsstark genug ist, um die Profis zu unterstützen. Professionelle Observatorien können nicht Nacht für Nacht nur einen einzelnen Stern beobachten, aber wir schon. Auch er wartet auf eine bedeutsame Helligkeitsschwankung, während er jeweils nur einen Stern beobachtet. Eine Welt da draußen zu finden, die niemand zuvor kannte, die noch nie zuvor jemand gesehen oder entdeckt hat, von deinem Garten hinterm Haus aus. Ich kenne keine andere wissenschaftliche Disziplin, wo jemand wie ich, beziehungsweise wie die vielen anderen Amateure, so etwas schaffen kann. Bissingers Geduld hat sich ausgezahlt. Er hat bereits mehrere große Exoplaneten entdeckt. Jedoch sind sie alle zu nah an ihren Sonnen, um lebensfreundlich zu sein. Wie alle bekannten Exoplaneten umkreisen sie Sterne innerhalb unserer Galaxie, die, wie wir heute wissen, eine riesige Ansammlung von Sternen ist, in der sich auch unsere Sonne, die Erde, unser Sonnensystem befinden. Aber vor nur 200 Jahren wussten wir nicht einmal, dass wir in einer Galaxie leben. Das allein durch das Betrachten der Sterne zu entdecken, war eine große Herausforderung. 1781 ist Wilhelm Herschel der Mann, der sich dieser Herausforderung stellt. Und dafür braucht er ein größeres Teleskop. Er baut ein Teleskop mit 6 Meter Brennweite. Damit ist er in der Lage, mehr Sterne zu sehen als mit jedem anderen Teleskop der Welt. Und er beobachtet vor allem einen ganz bestimmten Teil des Nachthimmels. Das Sternenband, das wir Milchstraße nennen. Sie wird Herschels Schlüssel zum Verständnis der Gestalt unserer Galaxie sein.
In einer klaren Nacht ist die Milchstraße ein majestätisches Schauspiel. Ein strahlendes Band aus Sternenlicht wölbt sich über unseren Köpfen. Für die Menschen des Altertums sah es aus, als wäre Milch am Himmel verspritzt worden. Und daher nannten die Griechen sie Galaxias Kyklos, milchiger Kreis. Davon leitet sich unser Wort Galaxie ab. Und sie fasziniert Astronomen bis heute. Die Milchstraße erstreckt sich von Horizont zu Horizont, wie ein großes Band um uns herum. Es ist, als ob wir hier auf der Erde auf einer Radnabe sitzen würden und die Milchstraße ein großes Rad wäre, das sich um uns herum dreht. Galileo entdeckte mit seinem Teleskop als erster, dass die Milchstraße aus Sternen besteht. Aber niemand wusste, dass sie eine Galaxie ist. Man wusste nicht einmal, welche tatsächliche Gestalt sie hat. Das herauszufinden wird nun zu Herschels Obsession. Welche Gestalt hat die Milchstraße eigentlich? Wir sind vermutlich in der Mitte. Wie würde sie von außen aussehen? Unermüdlich späht er in den Himmel. Nacht für Nacht kartografiert er die Positionen der Sterne. Herschel ist geradezu besessen. Und er macht etwas Außergewöhnliches mit seiner Obsession. Herschel kartografiert die Verteilung aller Sterne, die er sehen kann, in einem großen Kreis, der die Milchstraße in zwei Teile trennt. Er führte in die Astronomie die Technik der Sternzählung ein. Er zählte einfach, wie viele Sterne kann ich sehen. In einer Richtung sieht man sehr wenige Sterne, in einer anderen sieht man zigtausende von Sternen. Er zeichnet diese Verteilung auf und erhält so eine Ansicht der Milchstraße. Die Studie nimmt ein Jahr des präzisen Aufzeichnens in Anspruch. Herschel erstellt schließlich eine Karte, aufgrund ihrer Form der Wetzstein genannt. Zum ersten Mal sieht Herschel, dass die Milchstraße weit mehr ist als nur ein aus Sternen bestehendes Band am Himmel. Sie ist eine riesige Scheibe aus Sternen. Und Herschel glaubt, das ist der ganze Kosmos. Mit dieser Karte der Milchstraße glaubt er, eine Karte des gesamten Universums anzufertigen. Der Rand dieser Sternenscheibe ist der Rand von Herschels Universum. In ihm liegt unser Sonnensystem, unsere Sonne und unsere Erde. Das Erstaunliche ist, dass Herschel vor über 200 Jahren damit fast richtig lag. Die leistungsfähigsten Teleskope auf der Erde und im All zeigen jetzt, dass die Erde und unser Sonnensystem auf einem Spiralarm im Randbereich unserer Galaxie liegen. Zwergenhaft klein erscheinend in einer gigantischen Scheibe aus 200 Milliarden Sternen, die sich um eine helle zentrale Ausbeulung dreht, in der sich ein supermassives schwarzes Loch verbirgt. Die Milchstraße ist so groß, dass es 100.000 Jahre dauern würde, mit Lichtgeschwindigkeit, das sind etwa 1 Milliarde Kilometer pro Stunde, von einem Rand zum anderen zu reisen. Jetzt ist ein neues Teleskop im Begriff, Neues über unsere Milchstraße herauszufinden. Das Herschel-Weltraumteleskop. Bill Letter ist ein wichtiges Mitglied des Herschel-Teams. Herschel wird die gesamte Milchstraßengalaxie kartografieren. Wie dort Sterne entstehen, wie sie sterben und wie die Galaxie zusammengesetzt ist. Nach jahrelanger sorgfältiger Vorbereitung ist das Präzisionsteleskop startklar. Der Start ist brutal. Man kann es nicht anders beschreiben. Die Rakete zündet, alles wackelt. Wir schießen das Ding ins All und können nur hoffen, dass nichts kaputt geht. Rund 1,5 Millionen Kilometer über der Erde blickt der größte Spiegel, der je ins All geschickt wurde, jenseits des sichtbaren Lichts zu Wellenlängen, die für unser Auge unsichtbar sind, ins ferne Infrarot. Das bedeutet, Herschel kann winzige Temperaturschwankungen messen und durch Staubwolken hindurchsehen. Und uns so die klarsten Aufnahmen liefern, die es je von der Milchstraße gegeben hat. Die Resultate sind erstaunlich. Wir können mit dem Herschel-Weltraumteleskop direkt in die Wiege neugeborener Sterne blicken. Wir sehen etwas ganz anderes, als wir mit bloßem Auge sehen würden. Wenn wir dieselbe Region in sichtbarem Licht sehen würden, wäre sie voller Sterne. Aber hier im Infrarot sehen wir Staub und Gas. Und daraus besteht eigentlich der Großteil des Materials in unserer Galaxie. Und das ist der Ort, wo sich Sterne bilden. Kein anderes Teleskop ist in der Lage, die Milchstraße so detailliert zu sehen. Sterne in diesen Regionen unserer Milchstraße waren für Wilhelm Herschel unsichtbar. Dennoch kann er vor über 200 Jahren am Nachthimmel mehr sehen als je ein Mensch vor ihm. Als er die Sterne mit seinem Teleskop kartografiert, bleibt ein Rätsel bestehen. Tausende seltsamer Objekte, die Astronomen nicht erklären können. Sie nennen sie Nebulae, lateinisch für Wolken. Sie sehen aus wie verschwommene Lichtflecken, wie Teile der Milchstraße, die sich gelöst haben. Einige von ihnen kann man sogar mit bloßem Auge sehen. Durch ein Teleskop gesehen sind da Tausende von ihnen und sie haben alle möglichen Muster, Formen und Größen. Sie sind schön und geheimnisvoll. Einer meiner Lieblingsnebel ist der Andromeda-Nebel, den man sogar mit bloßem Auge sehen kann. Durch ein Teleskop, wenn ich ihn finde, sieht man nur dieses leuchtende Licht, das zur Mitte hin immer heller wird. Man fragt sich, was ist das?
Herschel erstellt einen Katalog dieser rätselhaften Objekte, zählt und klassifiziert über 2300 Nebel. Aber selbst mit seinen riesigen Teleskopen kann Herschel nicht sagen, was sie sind oder wo sie sind. Sie waren kleine Flecken, die man mit den besten Teleskopen der damaligen Zeit sehen konnte. Man hielt sie für Nebel, für Wolken aus Gas. Aber die Menschen begannen sich zu fragen, wie weit diese Flecken entfernt waren. Das Rätsel der Nebel wird Astronomen noch jahrzehntelang beschäftigen. 60 Jahre später baut der exzentrische Lord Ross in Birr Castle in Irland das größte Teleskop der Welt. Er will endlich das Rätsel der Nebel lösen. 6 Stockwerke hohe Mauern stützen einen 18 Meter langen Tubus. Und der Spiegel ist mannshoch. Er ist ein sehr begabter Ingenieur. Sein Great Leviathan of Parsonstown hat eine Öffnung von rund 1,8 Meter Durchmesser. Lord Ross richtet das Teleskop auf die Nebel. Er zeichnet, was er sieht. Zum ersten Mal sind die verschwommenen Nebel deutlicher zu sehen. In einigen von ihnen kann Ross Sterne und spiralförmig drehende Strukturen erkennen. Aber es gibt ein Problem. Das Teleskop kann nur auf- und ab bewegt werden und die Spiegel werden schnell blind. Das gigantische Teleskop verfällt. Es werden 80 Jahre vergehen, bis mit einem technisch revolutionären Teleskop, das größer ist, als Galileo es sich je hätte vorstellen können und das sich hoch oben auf einer Bergspitze befindet, das Rätsel endlich gelöst wird. Das große Teleskop auf dem Mount Wilson in Kalifornien wird zeigen, dass die Spiralnebel, die Ross als erster gezeichnet hat, eigentlich separate Galaxien jenseits der unseren sind. Es wird der Vorstellung von der Größe des Universums eine neue Dimension verleihen. Es hat unsere Vorstellung von der Größe des Universums revolutioniert. Wir waren nicht länger auf die Milchstraße beschränkt. Unsere Galaxie, die Milchstraße, wird nicht mehr die einzige Galaxie im Kosmos sein. Sie wird nur eine von Hunderten von Milliarden Galaxien sein, die sich in einem unvorstellbar großen Universum drehen. Der Einsatz von Teleskopen hat uns ein völlig neues Fenster ins Universum geöffnet. Das Wettrennen um den Bau immer größerer Teleskope wird anhalten. Dank unserer Technologie können wir gigantische erdgebundene Teleskope bauen. Wir können riesige Weltraumteleskope ins All schicken und weit entfernte Dinge im Universum sehen. Das Teleskop verschiebt die Grenzen unseres Universums immer weiter hinaus. Und was werden kollidierende Galaxien, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind, uns über unsere eigene Milchstraße erzählen? Und was wird das Nachglühen des Urknalls am Rand des sichtbaren Kosmos uns darüber erzählen, wie unser Universum begann? Jedes Mal, wenn wir einen neuen Teil des Universums erforschen, erleben wir großartige Überraschungen. Am überraschendsten ist, dass die Teleskope enthüllen, dass wir derzeit nur 5% des Universums sehen können. Nur wenige Prozent des gesamten Materie- und Energiegehalts des Universums besteht aus Dingen, die wir sehen können. Und woraus besteht dann der Rest des Universums? Wir beginnen unsere Entdeckungsreise erst. Wir lernen etwas über einen Teil des Universums, von dem wir vor 10 Jahren nicht einmal wussten, dass er existiert. Teleskope werden eine schwer zu begreifende und mächtige Kraft aufzeigen, die das Schicksal unseres Universums formt. Dunkle Energie. Dunkle Energie ist das Mysteriöseste, was wir je entdeckt haben. Unsere Teleskope stehen vor einer neuen Ära der Entdeckungen und Erkundungen. Es wird eine aufregende Zukunft mit all den bevorstehenden Entdeckungen. Wir entdecken ein Universum, das wir gerade erst zu verstehen beginnen. Während Teleskope, die größer und leistungsfähiger werden denn je, die Suche nach dem Rand des Weltalls fortsetzen. Modernen, leistungsfähigen Großteleskope nehmen uns heute mit auf eine unvorstellbare Reise, um die Geheimnisse des Kosmos zu enträtseln. Sie werden uns detailliert sagen, woraus das Universum besteht, wie es entstand und wie es sich entwickelt. Sie nehmen uns mit zurück zum Anbeginn der Zeit, zur Geburt unseres Universums. Sie zeigen uns gigantische Nebel, wo Sterne und Planeten geboren werden.
Mit jedem neuen Teleskop erhalten wir neue und tiefgreifende Erkenntnisse über das Universum. In atemberaubender Klarheit zeigen sie uns Sternexplosionen, kollidierende Galaxien und die gewaltige Kraft schwarzer Löcher. Dort liegt ein verborgenes Universum. Wir sehen, wie das Universum sich verändert. Revolutionäre technologische Fortschritte und immer größere Teleskope erweitern für uns kontinuierlich den Horizont des Weltalls. Jedes Mal, wenn wir einen neuen Teil des Universums erforschen, machen wir großartige Entdeckungen. Aber wann und wo hat dieser Wettlauf begonnen? Und wohin wird er uns führen? Dies ist die bemerkenswerte Reise durch die 400-jährige Geschichte eines außergewöhnlichen Instruments, das alles verändert hat, was wir zu wissen glaubten. Teleskope haben unser Verständnis von uns selbst revolutioniert, von unserem Platz im Kosmos, davon, wer wir sind und woher wir kommen. Entdecken Sie mit uns die Geheimnisse der Milchstraße. Gigantische, 6 Stockwerk hohe Türen gleiten auf. Diese Zwillingsaugen machen sich bereit, ins tiefste Weltall zu blicken. Sie gehören dem weltweit größten Stereoteleskop. Es ist eines der leistungsfähigsten Teleskope der Welt und kostete 120 Millionen Dollar. Seine Spiegel mit je 8,4 Meter Durchmesser sammeln Licht von Objekten, die millionenfach leuchtschwächer sind als das, was das menschliche Auge sehen kann. Eine 600 Tonnen schwere Apparatur dreht die Spiegel so, dass sie über 13 Milliarden Lichtjahre weit bis zum Rand des beobachtbaren Universums blicken können. Superteleskope wie dieses liefern gestochen scharfe Aufnahmen der entlegensten Winkel unseres Universums. Wogende Nebel aus Gas und Staub durch die Winde mit Überschallgeschwindigkeit fegen und die von tausenden energiegeladener neuer Sterne erleuchtet werden. Diese über 90 Billionen Kilometer entfernten gigantischen Gas- und Staubnebel sind Sternenkindergärten. Dort werden Sterne und Planeten geboren. Plötzlich schleudert die Explosion eines sterbenden Sterns superheißes Gas mit Hunderten von Kilometern pro Sekunde durchs All. Und in weit entfernten Galaxien gelingen Aufnahmen von unsichtbaren Materiejets, die eines der geheimnisvollsten Objekte ins All schießen. Ein supermassives schwarzes Loch. All das verdanken wir den Hightech-Teleskopen. Das Teleskop hat verändert, wie wir über unsere Spezies denken. Mit einem neuen Teleskop wird man immer etwas Neues finden, weil man einfach mehr sieht. Derart atemberaubende Aufnahmen sind nur möglich, weil außergewöhnliche Teleskope wie diese Nacht für Nacht vom Erdboden und vom Weltraum aus den Blick ins All richten. In den letzten 400 Jahren haben technische Revolutionen dieses bahnbrechende Instrument grundlegend verändert. Doch wie fing alles an? Die Geschichte beginnt mit einem Mann und 2 Glaslinsen. Wir schreiben den Sommer 1609. Mathematikprofessor Galileo Galilei baut seine eigene Version einer außergewöhnlichen neuen Erfindung. Es ist das Teleskop. Ein Name, der im Altgriechischen Fernsehen bedeutet. Die Erfindung verbreitet sich von einer kleinen Stadt in den Niederlanden aus wie ein Lauffeuer über Europa. Brillenmacher, die an den präzisesten Glaslinsen der damaligen Zeit arbeiten, entdecken, dass 2 verschiedene Typen von Linsen in genau den richtigen Abstand gehalten einen überraschenden optischen Effekt produzieren. Sie funktionieren wie ein Vergrößerungsglas für weit entfernte Objekte. Das ist die Geburtsstunde des Teleskops. Galileo erkennt sofort das Potenzial dieser Erfindung. Galileo ist praktischer Mathematiker. Er entwirft Instrumente. Und oft werden diese Instrumente zu Kriegszwecken benutzt. Galileo gelingt es, die Vergrößerungsleistung des Teleskops auf das 8-fache dessen zu steigern, was man mit bloßem Auge sehen kann. Und dafür gibt es eine militärische Nutzung. Den Feind zu sehen, bevor er dich sehen kann. Das venezianische Militär kauft dieses neue Gerät als Fernrohr zum Entdecken feindlicher Schiffe. Doch dann richtet Galileo sein Teleskop in den Himmel und löst eine Revolution aus. Damit betritt Galileo absolutes Neuland. Das Teleskop kann dazu benutzt werden, Dinge über die Welt zu entdecken, von denen wir zuvor nichts wussten. Alles, was Astronomen vor Galileo über das Universum wussten, entsprang dem, was sie mit bloßem Auge sehen konnten: die Sterne und den Mond. Heutzutage können selbst Amateurastronomen wesentlich mehr sehen.
Alexandra Hall verbringt ihre Nächte damit, von ihrem Garten aus den Nachthimmel zu beobachten. Es wird mir nie langweilig, den Nachthimmel zu betrachten. Es ist, als wären 2000 Diamanten auf schwarzem Samt verstreut. Und dann geht der Mond auf. Er durchläuft seine Phasen und jedes Mal, wenn man ihn betrachtet, sieht er anders aus. Für das bloße Auge erscheinen 5 Sterne zuweilen heller als die übrigen. Und wenn man sie beobachtet, scheinen sie sich im Laufe der Nacht vor dem Hintergrund der anderen Sterne zu bewegen. Anders als die übrigen Sterne bewegen sie sich. Manchmal sind sie sichtbar, manchmal nicht. Jeder dieser hellen Sterne ist ein Planet. Ein Name, der auf Griechisch schlicht Wanderer bedeutet. Venus, der Abendstern, gleitet bei Sonnenuntergang über den Horizont. Mars glüht rot. Jupiter und Saturn überstrahlen alles um sich herum. Wir wissen jetzt, dass diese Wandelsterne eigentlich andere Welten sind. Wie die Erde. Planeten, so wie wir sie heute verstehen. Aber zu Galileos Zeiten glauben alle, es wären einfach nur Sterne. Es gibt nur eine Welt im Universum, unsere Erde, um die sich alles dreht. Tagsüber scheint die Sonne um die Erde zu kreisen und nachts scheinen auch Mond und Sterne über den Himmel zu wandern und die Erde in riesigen Umlaufbahnen zu umkreisen. Wenn man den Nachthimmel beobachtet, scheinen alle Sterne, alle Planeten und der Mond um dich herum zu kreisen. Es ist, als wäre man im Zentrum des Geschehens. Ein ziemlich starkes Gefühl. Aber Galileo ist im Begriff zu zeigen, dass es eben nur ein Gefühl ist. Die bekannte Weltordnung gerät ins Wanken, als er den Mond betrachtet. Zu seiner Zeit glaubt man, dass alle Himmelskörper makellos sind. In der damaligen Kosmologie war der Mond ein himmlischer Körper und daher perfekt. Aber als er über eine Entfernung von fast 400.000 Kilometer ins All blickt, sieht Galileo etwas ganz anderes als die glatte Kugel, die er erwartet. Er sieht stattdessen einen von Kratern und Tälern zerklüfteten Mond. Es muss ein ganz außergewöhnlicher Moment gewesen sein für Galileo, mit seinem winzig kleinen, armseligen Teleskop den Mond zu betrachten und Krater zu sehen, Gebirgskämme, Täler. Er sah zum ersten Mal geografisches Terrain auf einem anderen astronomischen Objekt. Das bedeutet, unsere Erde ist nicht einzigartig im Kosmos. Der Mond ist nicht glatt, er ist wie die Erde. Aber das ist erst der Anfang. Als nächstes richtet Galileo sein Teleskop auf Jupiter, einen der Wandelsterne. Er sieht ihn, wie ihn noch niemand zuvor gesehen hat. Das ist eine exakte Computerrekonstruktion dessen, wie Jupiter durch Galileos Teleskop aussah. Kalibriert mit Galileos ursprünglichen Linsen wird deutlich, mit welcher Herausforderung er konfrontiert war. Ein Nachbau seines Teleskops zeigt, wie schwer es ist, ein ruhiges Bild zu erhalten. Als ich Jupiter dann mit diesem Teleskop sah, konnte ich ihn nur schwer fokussieren, weil die Linsenqualität verglichen mit heute nicht sehr gut ist. Für das bloße Auge sieht Jupiter aus wie ein heller Stern, ein Lichtpunkt. Durch Galileos Teleskop gesehen bleiben alle anderen Sterne Lichtpunkte, doch Jupiter erscheint plötzlich als eine viel größere, runde Scheibe. Dieses verschwommene, wackelige Bild von Jupiter ist eine Offenbarung. Galileo kommt zu einem erstaunlichen Schluss. Jupiter muss eine Kugel sein, eine andere Welt, nach unserem heutigen Verständnis ein Planet. Und um ihn herum überraschen noch weitere Objekte. Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade eine kleine Glaslinse vorn an ein langes Rohr geklebt. Und zu Ihrer großen Überraschung sehen Sie 2 oder 3, vielleicht sogar 4 Sterne neben Jupiter. Wie kleine Entenküken, die ihrer Entenmutter folgen. Nacht für Nacht notiert Galileo die wechselnden Positionen dieser neuen Sterne. Stellen Sie sich Ihre Überraschung vor. Wieso sollten Sterne Jupiter folgen? Und natürlich erkannte Galileo schon nach 1 oder 2 Wochen, dass das eigentlich Monde waren, die Jupiter umkreisten. Galileo weiß, dass er auf etwas Spektakuläres gestoßen ist. Er veröffentlicht seine Ergebnisse in einem Buch namens Der Sternenbote. Es ist das brisanteste wissenschaftliche Buch, das je geschrieben wurde. Es hatte unmittelbare Auswirkungen. Galileo wurde über Nacht ein Star. Aber die größte Offenbarung sollte noch kommen. Galileo schreibt etwas nieder, das unsere Sichtweise des Universums für immer verändern wird. Er beobachtet, dass der Planet Venus seine Form und Größe verändert. Über Monate hinweg verändert er sich von einer großen Sichel hin zu einer kleinen runden Scheibe. Dann schieben sich Schatten über den Planeten und verwandeln ihn wieder in eine große Sichel. Für Galileo kann das Muster des Schattens, den er auf der Venus sieht, nur eines bedeuten. Die Venus umkreist die Sonne. Doch damals glaubten die Menschen, dass alles die Erde umkreist. Nun ist die Erde nicht länger der Mittelpunkt des Kosmos.
Das bedeutete, wir sind nicht mehr Mittelpunkt des Universums. Diese sehr simple Beobachtung erschütterte die Grundfesten der Welt. Die Erde ist nicht länger das Zentrum des Universums, sondern die Sonne, ungeachtet dessen, was von unseren Sinnen wahrgenommen wird. Doch diese Entdeckungen bringen Galileo bekanntermaßen in direkten Konflikt mit der römisch-katholischen Kirche. Die Lehre der Kirche besagte, dass Gott den Menschen auf der Erde unmittelbar im Zentrum der Schöpfung platziert hat. Indem er die Ansicht vom heliozentrischen Universum vertrat, stellte er die Autorität der Kirche in Frage. Er widersprach sozusagen der legitimen Interpretation der Bibel, und das konnte die Kirche nicht zulassen. Was Galileo sah, ist das Sonnensystem, wie es unserem heutigen Verständnis entspricht. Galileos Entdeckungen veränderten die Welt für immer, die Welt der Wissenschaft, die Beziehung zwischen Wissenschaft und Religion und das Universum für immer. Das ist das Universum, zu dessen Enthüllung Galileo beiträgt. Planeten und ihre Monde umkreisen die Sonne. Heute zeigen Teleskope dieses Sonnensystem in einer Detailgenauigkeit, von der Galileo nur träumen konnte. Explosionen auf der Sonnenoberfläche mit der Sprengkraft von 1 Milliarde Megatonnen TNT. Details im großen roten Fleck auf Jupiter. Ein riesiger Wirbelsturm, so groß, dass er 3 Erden verschlingen könnte. Auf Jupiters Mond Io können wir beobachten, wie Vulkane Gas und Asche hoch ins All schleudern. Die modernen, leistungsfähigen Großteleskope nehmen uns heute mit auf eine unvorstellbare Reise, um die Geheimnisse des Kosmos zu enträtseln. Sie werden uns detailliert sagen, woraus das Universum besteht, wie es entstand und wie es sich entwickelt. Sie nehmen uns mit zurück zum Anbeginn der Zeit, zur Geburt unseres Universums. Sie zeigen uns gigantische Nebel, wo Sterne und Planeten geboren werden. Mit jedem neuen Teleskop erhalten wir neue und tiefgreifende Erkenntnisse über das Universum. In atemberaubender Klarheit zeigen sie uns Sternexplosionen, kollidierende Galaxien und die gewaltige Kraft schwarzer Löcher. Dort liegt ein verborgenes Universum. Wir sehen, wie das Universum sich verändert. Revolutionäre technologische Fortschritte und immer größere Teleskope erweitern für uns kontinuierlich den Horizont des Weltalls. Jedes Mal, wenn wir einen neuen Teil des Universums erforschen, machen wir großartige Entdeckungen. Aber wann und wo hat dieser Wettlauf begonnen? Und wohin wird er uns führen? Dies ist die bemerkenswerte Reise durch die 400-jährige Geschichte eines außergewöhnlichen Instruments, das alles verändert hat, was wir zu wissen glaubten. Teleskope haben unser Verständnis von uns selbst revolutioniert, von unserem Platz im Kosmos, davon, wer wir sind und woher wir kommen. Entdecken Sie mit uns die Geheimnisse der Milchstraße. Gigantische 6 Stockwerk hohe Türen gleiten auf. Diese Zwillingsaugen machen sich bereit, ins tiefste Weltall zu blicken. Sie gehören dem weltweit größten Stereoteleskop. Es ist eines der leistungsfähigsten Teleskope der Welt und kostete 120 Millionen Dollar. Seine Spiegel mit je 8,4 Meter Durchmesser sammeln Licht von Objekten, die millionenfach leuchtschwächer sind als das, was das menschliche Auge sehen kann. Eine 600 Tonnen schwere Apparatur dreht die Spiegel so, dass sie über 13 Milliarden Lichtjahre weit bis zum Rand des beobachtbaren Universums blicken können. Superteleskope wie dieses liefern gestochen scharfe Aufnahmen der entlegensten Winkel unseres Universums. Wogende Nebel aus Gas und Staub, durch die Winde mit Überschallgeschwindigkeit fegen und die von tausenden energiegeladener neuer Sterne erleuchtet werden. Diese über 90 Billionen Kilometer entfernten gigantischen Gas- und Staubnebel sind Sternenkindergärten. Dort werden Sterne und Planeten geboren. Plötzlich schleudert die Explosion eines sterbenden Sterns superheißes Gas mit Hunderten von Kilometern pro Sekunde durchs All. Und in weit entfernten Galaxien gelingen Aufnahmen von unsichtbaren Materiejets, die eines der geheimnisvollsten Objekte ins All schießen. Ein supermassives schwarzes Loch. All das verdanken wir den Hightech-Teleskopen. Das Teleskop hat verändert, wie wir über unsere Spezies denken. Mit einem neuen Teleskop wird man immer etwas Neues finden, weil man einfach mehr sieht. Derart atemberaubende Aufnahmen sind nur möglich, weil außergewöhnliche Teleskope wie diese Nacht für Nacht vom Erdboden und vom Weltraum aus den Blick ins All richten.
In den letzten 400 Jahren haben technische Revolutionen dieses bahnbrechende Instrument grundlegend verändert. Doch wie fing alles an? Die Geschichte beginnt mit einem Mann und zwei Glaslinsen. Wir schreiben den Sommer 1609. Mathematikprofessor Galileo Galilei baut seine eigene Version einer außergewöhnlichen neuen Erfindung. Es ist das Teleskop. Ein Name, der im Altgriechischen Fernsehen bedeutet. Die Erfindung verbreitet sich von einer kleinen Stadt in den Niederlanden aus wie ein Lauffeuer über Europa. Brillenmacher, die an den präzisesten Glaslinsen der damaligen Zeit arbeiten, entdecken, dass zwei verschiedene Typen von Linsen, in genau dem richtigen Abstand gehalten, einen überraschenden optischen Effekt produzieren. Sie funktionieren wie ein Vergrößerungsglas für weit entfernte Objekte. Das ist die Geburtsstunde des Teleskops. Galileo erkennt sofort das Potenzial dieser Erfindung. Galileo ist praktischer Mathematiker. Er entwirft Instrumente. Und oft werden diese Instrumente zu Kriegszwecken benutzt. Galileo gelingt es, die Vergrößerungsleistung des Teleskops auf das Achtfache dessen zu steigern, was man mit bloßem Auge sehen kann. Und dafür gibt es eine militärische Nutzung. Den Feind zu sehen, bevor er dich sehen kann. Das venezianische Militär kauft dieses neue Gerät als Fernrohr zum Entdecken feindlicher Schiffe. Doch dann richtet Galileo sein Teleskop in den Himmel und löst eine Revolution aus. Damit betritt Galileo absolutes Neuland. Das Teleskop kann dazu benutzt werden, Dinge über die Welt zu entdecken, von denen wir zuvor nichts wussten. Alles, was Astronomen vor Galileo über das Universum wussten, entsprang dem, was sie mit bloßem Auge sehen konnten: die Sterne und den Mond. Heutzutage können selbst Amateurastronomen wesentlich mehr sehen. Alexandra Hall verbringt ihre Nächte damit, von ihrem Garten aus den Nachthimmel zu beobachten. Es wird mir nie langweilig, den Nachthimmel zu betrachten. Es ist, als wären 2000 Diamanten auf schwarzem Samt verstreut. Und dann geht der Mond auf. Er durchläuft seine Phasen und jedes Mal, wenn man ihn betrachtet, sieht er anders aus. Für das bloße Auge erscheinen 5 Sterne zuweilen heller als die übrigen. Und wenn man sie beobachtet, scheinen sie sich im Laufe der Nacht vor dem Hintergrund der anderen Sterne zu bewegen. Anders als die übrigen Sterne bewegen sie sich. Manchmal sind sie sichtbar, manchmal nicht. Jeder dieser hellen Sterne ist ein Planet. Ein Name, der auf Griechisch schlicht Wanderer bedeutet. Venus, der Abendstern, gleitet bei Sonnenuntergang über den Horizont. Mars glüht rot. Jupiter und Saturn überstrahlen alles um sich herum. Wir wissen jetzt, dass diese Wandelsterne eigentlich andere Welten sind. Wie die Erde. Planeten, so wie wir sie heute verstehen. Aber zu Galileos Zeiten glauben alle, es wären einfach nur Sterne. Es gibt nur eine Welt im Universum, unsere Erde, um die sich alles dreht. Tagsüber scheint die Sonne um die Erde zu kreisen und nachts scheinen auch Mond und Sterne über den Himmel zu wandern und die Erde in riesigen Umlaufbahnen zu umkreisen. Wenn man den Nachthimmel beobachtet, scheinen alle Sterne, alle Planeten und der Mond um dich herum zu kreisen. Es ist, als wäre man im Zentrum des Geschehens. Ein ziemlich starkes Gefühl. Aber Galileo ist im Begriff zu zeigen, dass es eben nur ein Gefühl ist. Die bekannte Weltordnung gerät ins Wanken, als er den Mond betrachtet. Zu seiner Zeit glaubt man, dass alle Himmelskörper makellos sind. In der damaligen Kosmologie war der Mond ein himmlischer Körper und daher perfekt. Aber als er über eine Entfernung von fast 400.000 Kilometer ins All blickt, sieht Galileo etwas ganz anderes als die glatte Kugel, die er erwartet. Er sieht stattdessen einen von Kratern und Tälern zerklüffelten Mond. Es muss ein ganz außergewöhnlicher Moment gewesen sein für Galileo, mit seinem winzig kleinen, armseligen Teleskop den Mond zu betrachten und Krater zu sehen, Gebirgskämme, Täler. Er sah zum ersten Mal geografisches Terrain auf einem anderen astronomischen Objekt. Das bedeutet, unsere Erde ist nicht einzigartig im Kosmos. Der Mond ist nicht glatt, er ist wie die Erde. Aber das ist erst der Anfang. Als nächstes richtet Galileo sein Teleskop auf Jupiter, einen der Wandelsterne. Er sieht ihn, wie ihn noch niemand zuvor gesehen hat. Das ist eine exakte Computerrekonstruktion dessen, wie Jupiter durch Galileos Teleskop aussah. Kalibriert mit Galileos ursprünglichen Linsen wird deutlich, mit welcher Herausforderung er konfrontiert war. Ein Nachbau seines Teleskops zeigt, wie schwer es ist, ein ruhiges Bild zu erhalten. Als ich Jupiter dann mit diesem Teleskop sah, konnte ich ihn nur schwer fokussieren, weil die Linsenqualität verglichen mit heute nicht sehr gut ist. Für das bloße Auge sieht Jupiter aus wie ein heller Stern, ein Lichtpunkt.
Durch Galileos Teleskop gesehen bleiben alle anderen Sterne Lichtpunkte. Doch Jupiter erscheint plötzlich als eine viel größere, runde Scheibe. Dieses verschwommene, wackelige Bild von Jupiter ist eine Offenbarung. Galileo kommt zu einem erstaunlichen Schluss. Jupiter muss eine Kugel sein. Eine andere Welt. Nach unserem heutigen Verständnis ein Planet. Und um ihn herum überraschen noch weitere Objekte. Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade eine kleine Glaslinse vorn an ein langes Rohr geklebt. Und zu Ihrer großen Überraschung sehen Sie zwei oder drei, vielleicht sogar vier Sterne neben Jupiter. Wie kleine Entenküken, die ihrer Entenmutter folgen. Nacht für Nacht notiert Galileo die wechselnden Positionen dieser neuen Sterne. Stellen Sie sich Ihre Überraschung vor. Wieso sollten Sterne Jupiter folgen? Und natürlich erkannte Galileo schon nach ein oder zwei Wochen, dass das eigentlich Monde waren, die Jupiter umkreisten. Galileo weiß, dass er auf etwas Spektakuläres gestoßen ist. Er veröffentlicht seine Ergebnisse in einem Buch namens Der Sternenbote. Es ist das brisanteste wissenschaftliche Buch, das je geschrieben wurde. Es hatte unmittelbare Auswirkungen. Galileo wurde über Nacht ein Star. Aber die größte Offenbarung sollte noch kommen. Galileo schreibt etwas nieder, das unsere Sichtweise des Universums für immer verändern wird. Er beobachtet, dass der Planet Venus seine Form und Größe verändert. Über Monate hinweg verändert er sich von einer großen Sichel hin zu einer kleinen runden Scheibe. Dann schieben sich Schatten über den Planeten und verwandeln ihn wieder in eine große Sichel. Für Galileo kann das Muster des Schattens, den er auf der Venus sieht, nur eines bedeuten. Die Venus umkreist die Sonne. Doch damals glaubten die Menschen, dass alles die Erde umkreist. Nun ist die Erde nicht länger der Mittelpunkt des Kosmos. Das bedeutete, wir sind nicht mehr Mittelpunkt des Universums. Diese sehr simple Beobachtung erschütterte die Grundfesten der Welt. Die Erde ist nicht länger das Zentrum des Universums, sondern die Sonne, ungeachtet dessen, was von unseren Sinnen wahrgenommen wird. Doch diese Entdeckungen bringen Galileo bekanntermaßen in direkten Konflikt mit der römisch-katholischen Kirche. Die Lehre der Kirche besagte, dass Gott den Menschen auf der Erde unmittelbar im Zentrum der Schöpfung platziert hat. Indem er die Ansicht vom heliozentrischen Universum vertrat, stellte er die Autorität der Kirche in Frage. Er widersprach sozusagen der legitimen Interpretation der Bibel, und das konnte die Kirche nicht zulassen. Was Galileo sah, ist das Sonnensystem, wie es unserem heutigen Verständnis entspricht. Galileos Entdeckungen veränderten die Welt für immer, die Welt der Wissenschaft, die Beziehung zwischen Wissenschaft und Religion und das Universum für immer. Das ist das Universum, zu dessen Enthüllung Galileo beiträgt. Planeten und ihre Monde umkreisen die Sonne. Heute zeigen Teleskope dieses Sonnensystem in einer Detailgenauigkeit, von der Galileo nur träumen konnte. Explosionen auf der Sonnenoberfläche mit der Sprengkraft von 1 Milliarde Megatonnen TNT. Details im großen roten Fleck auf Jupiter. Ein riesiger Wirbelsturm, so groß, dass er 3 Erden verschlingen könnte. Auf Jupiters Mond Io können wir beobachten, wie Vulkane Gas und Asche hoch ins All schleudern. Auf dem Mars sehen wir einen Canyon 5-mal tiefer als der Grand Canyon. Und einen Vulkan 3-mal so hoch wie der Mount Everest. Auf der Oberfläche der Venus erheben sich unter dichten Schwefelsäurewolken Berge aus der steinigen Oberfläche. Und am äußersten Rand unseres Sonnensystems umkreisen Zwergplaneten aus Gestein und Eis die Sonne. Aber ein Planet bleibt nach wie vor rätselhaft, selbst für die modernsten Teleskope. Saturn und seine rätselhaften Ringe. Galileo erkannte als erster, dass dieser Planet anders war als die übrigen. Für ihn sahen die seltsamen Konturen aus wie Ohren. Er hielt sie für Monde. Später sahen Astronomen sie als breiten, flachen Ring, der den Planeten umgibt. Dann entdeckte ein Mann, dass dieser Ring eigentlich aus mehreren konzentrischen Ringen bestand. Dieser Mann war der Astronom Giovanni Cassini. Nun erforscht eine nach ihm benannte Weltraummission, wieso Saturn überhaupt Ringe hat und woraus sie bestehen. Die Cassini-Mission der NASA. 3, 2, 1, and liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. In der Raketenspitze befindet sich die Raumsonde Cassini. Vor ihr liegt eine über 1 Milliarde Kilometer lange Reise zum Planeten Saturn. An Bord der Sonde befinden sich hochempfindliche Teleskope.
Sie werden Saturns rätselhafte Ringe erforschen und deshalb versuchen, so nah wie möglich an sie heranzufliegen. Good, solid rocket booster separation. First stage. Item 152. Bei ihrem Flug zum Saturn, dem am weitesten entfernten Planeten in Galileos Sonnensystem, nutzt die Raumsonde Cassini Jupiters massive Anziehungskraft zur Beschleunigung, um sich von ihr Millionen von Meilen Richtung Zielort katapultieren zu lassen. Mit ihren hochempfindlichen Teleskopen fliegt Cassini an Jupiter mit über 100.000 Kilometer pro Stunde vorbei. Selbst bei einer derart enormen Geschwindigkeit dauert die Reise 7 Jahre. Doch schließlich nähert sich Cassini Saturn, rund 1,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Sie taucht durch Saturns äußere Ringe und schwenkt in den Orbit des Planeten ein. Das sind einige der Aufnahmen, die Cassini von den Ringen macht. Sie mögen zwar massiv aussehen, aber sie bestehen aus Milliarden von Eis- und Gesteinsbrocken. Sie reichen von der Größe eines Sandkorns bis hin zur Größe eines Hauses. Und sie erstrecken sich über Hunderttausende von Kilometern. Doch woher stammt dieses Material? Cassinis Teleskope zeigen, dass die inneren Ringe aus Material bestehen, das durch Meteoriteneinschläge aus Saturns Monden herausgesprengt wurde. Doch der äußerste sichtbare Saturnring ist nach wie vor ein Rätsel. Diese von Cassini gemachte Aufnahme zeigt, dass im Gegensatz zu den inneren Ringen der äußerste Ring ein geisterhafter Nebel aus mikroskopisch kleinen Partikeln ist. Astronomen vermuten, dass der Nebel von dem eisigen Mond Enceladus stammen könnte. Doch wie, konnte sich bislang keiner erklären. Dann sehen Cassinis Teleskope etwas, das noch nie zuvor beobachtet wurde. Riesige Dampffontänen schießen aus den Spalten in der Oberfläche von Enceladus empor. Diese Fontänen schießen hunderte von Kilometern hoch. Wie aufregend, Eruptionen auf einem Eismond zu entdecken. Könnten diese Fontänen die Materialquelle des äußeren Rings sein? Um das herauszufinden, machen Cassinis Teleskope etwas Außergewöhnliches. Sie fliegen durch die Fontänen und kommen so mit an Bord befindlichen Detektoren direkt mit dem Dampf in Berührung. Es ist schon spektakulär, das Innenleben eines Eistrabanten anzapfen zu können. Im Kontrollzentrum analysieren die Astronomen die eingehenden Daten. Der aus Enceladus herausschießende Dampf besteht aus Eis, Salz und Ammoniak. Aus exakt demselben Material besteht der äußere Ring. Das kann nur eins bedeuten. Enceladus-Fontänen sind die Quelle des nebelartigen Rings. Das ist eine bedeutende Entdeckung. Cassinis Weltraumteleskope lüften das Geheimnis der Saturnringe, das Astronomen seit Jahrhunderten beschäftigt hat. Heutzutage reisen Teleskope immer tiefer ins All, um Geheimnisse zu erkunden, von denen Galileo noch keine Vorstellung hatte. Aber um derart gestochen scharfe Aufnahmen zu machen, mussten Teleskope eine extreme Entwicklung durchlaufen. Damals, in den 1650er Jahren, war diese Entwicklung ziemlich langwierig, im wahrsten Sinne des Wortes. Teleskope wurden sehr lang, 4 bis 6 Meter. Das Problem mit frühen Teleskopen waren unscharfe Bilder. Der Grund? Die Form der Linsen. Wie NASA-Astrophysikerin Kim Weaver demonstriert, läuft das Licht nicht an einem Punkt zusammen, wenn Lichtstrahlen durch eine derart stark gekrümmte Linse abgelenkt oder gebrochen werden. Die verschiedenen Lichtstrahlen treffen sich nicht alle an einem Punkt. Das Bild, das man mit dieser Linse erhält, ist sehr verschwommen. Außerdem wird ein Teil des Lichts in seine Spektralfarben zerlegt und das verzerrt das Bild. Die einzige Möglichkeit, die Unschärfe und die Regenbogenfarben zu minimieren, besteht darin, dünnere Linsen mit flacherer Krümmung zu verwenden. Weil das Licht in größerem Abstand von der Linse gebündelt wird, werden Linsenteleskope länger und vergrößern stärker. Im 17. Jahrhundert verwenden Astronomen immer dünnere Linsen und ordnen sie in größeren Abständen an. Um 1660 herum waren Teleskope bis zu 100 Mal größer geworden und sie wurden immer noch länger und länger. Das ist der erste Wettlauf ins All. Im Bestreben, immer weiter zu sehen, erreichen Teleskope absurde Proportionen. Bis zu 45 Meter Länge, halb so lang wie ein Fußballfeld. Diese unhandlichen Teleskope sind zwar besser, aber Astronomen wollen noch mehr Details sehen. Und die Teleskope eliminieren die Regenbogenfarben nicht gänzlich. Dann macht sich einer der bedeutendsten Köpfe der Naturwissenschaften daran, das Problem zu lösen. Isaac Newton. Er wirft einen Blick auf das Licht selbst. Newton stellte fest, dass sich weißes Licht aus all diesen verschiedenen Farben zusammensetzt, in Farben des Regenbogens. Fällt weißes Licht durch ein Glasprisma, wird es abgelenkt bzw. gebrochen und in die Farben des Regenbogens zerlegt. Das war die Ursache des Problems der Astronomen. Eine Linse ist eine Art Prisma.
Wenn das Licht auf die Linse trifft und durch sie hindurchgeht, wird es in seine Farben zerlegt. Newton sagt also, die Linsenteleskope haben keine Zukunft. Ich werde ein Teleskop konstruieren mit Spiegeln statt Linsen als Hauptkomponente. Newton benutzt Spiegel in seinem neuen Teleskop. Er hält das für machbar, weil Spiegel, wenn sie gekrümmt sind, Licht genauso bündeln wie eine Linse. Ich benutze jetzt diese Linse, um das Licht von der Sonne hinter mir zu bündeln. Und wenn ich sie auf das Papier richte, es fängt an zu brennen. Es hat geraucht. Und nun der gekrümmte Spiegel. Sie können es sehen. Wenn ich das Papier näher heranbringe an den Brennpunkt des Spiegels, fängt es tatsächlich wieder an zu brennen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen einem Spiegel und einer Linse. Das Licht prallt von der Oberfläche des Spiegels ab, es geht nicht durch ihn hindurch. Also entstehen keine Regenbogenfarben. Newton konstruiert ein kleines, nur rund 15 cm langes Teleskop. Er fertigt einen gekrümmten Spiegel von knapp 4 cm Durchmesser und setzt ihn am unteren Ende des Tubus ein. Das Licht fällt in den Tubus, wird erst von dem gekrümmten Spiegel und dann von einem zweiten, flachen Spiegel reflektiert und mittels eines Okulars gebündelt. Dieses kleine Spiegelteleskop funktioniert genauso gut wie ein ca. 1,20 Meter langes Linsenteleskop. Mit dem Bau des ersten Spiegelteleskops beseitigt Isaac Newton die Regenbogenfarben. Und damit ein Problem, das die Teleskope seit Galileos Zeiten beeinträchtigt hatte. Heute richten Teleskope überall auf der Welt von Observatorien und vom All aus ihren Blick in den Kosmos. Sie erweitern unsere Vorstellung und unser Wissen, indem sie Licht auffangen, das Milliarden von Jahren durch unser Universum gereist ist. Ihre Bildqualität ist so außergewöhnlich, dass diese realen Aufnahmen uns immer wieder staunen lassen. All diese Teleskope funktionieren nur mit großen, perfekt geformten Spiegeln. Ihre Fertigung ist ein Meisterwerk der Präzisionstechnik. Tief unter dem Fußballfeld der Universität von Arizona befindet sich ein Hightech-Spiegellabor, wo Glasblöcke bei über 1000 Grad Celsius in gigantischen Öfen geschmolzen werden. Das entspricht der Temperatur vulkanischer Lava. Die heiße Flüssigkeit wird zu superglatten, gekrümmten Scheiben gedreht. Dann werden die 20 Tonnen schweren Scheiben aus abgekühltem Glas auf einen Bruchteil der Stärke eines menschlichen Haares geschliffen, um ihre präzise Form zu erreichen. Aber erst wenn eine dünne Aluminiumschicht aufgetragen ist, nur 100 Nanometer dick, werden aus den Glasplatten Spiegel wie die des Large Binocular Telescope in Arizona. Mit einem Durchmesser von 8,4 Meter ist jeder dieser Spiegel 64.000 Mal größer als Isaac Newtons erster Spiegel. Und sie können Licht von Sternen sammeln, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind. Zu Newtons Zeiten ist die Fertigung großer Spiegel, die exakt die richtige Form haben, viel zu kompliziert. Erst ein Jahrhundert später greift ein neuer Pionier Newtons revolutionäre Konstruktion auf und transformiert sie. Dieser Mann ist der Musiker und Amateurastronom Wilhelm Herschel. Herschel hat große Ziele. Er will eine größere Version von Newtons Spiegelmikroskop dazu benutzen, um tiefer ins All zu blicken als je ein Mensch zuvor. Herschel ist Musiker, er ist kein Astronom. Er ist Klarinettist, Impresario und Komponist. Aber seine wahre Leidenschaft ist nicht die Musik, sondern die Astronomie. Herschel will den Nachthimmel auf neue Weise betrachten. Er will über die Planeten hinausschauen zu den Sternen und die leuchtschwächsten Sterne sehen, die unsichtbar sind für andere Teleskope seiner Zeit. Herschel braucht größere Spiegel. Er baut größere Teleskope, weil ihm klar ist, je größer die Blende, desto größer der Lichteinfall und desto weiter kann er ins All spähen. Doch große, gekrümmte Spiegel herzustellen, ist zu Herschels Zeiten noch eine immense technische Herausforderung. Glasspiegel waren noch nicht erfunden, Spiegel wurden noch aus Metall hergestellt. Und so goss Herschel in seinem Keller Scheiben aus einem Metall namens Speculum, eine spezielle Legierung aus geschmolzenem Zinn und Kupfer. Das sollten seine Spiegel werden. Wir wissen nicht, was die Nachbarn von diesem verrückten Tüftler hielten, der die ganze Straße verpestete. Metallscheiben zu gießen ist nur der erste Schritt bei der Herstellung von Spiegeln. Die abgekühlten flachen Scheiben benötigen eine glänzende, gekrümmte Oberfläche. Herschel schleift und poliert die Metallscheiben mühevoll von Hand in die präzise Form, die für ein Bild notwendig ist. Das ist der reflektierende Spiegel, die wertvollste Komponente des Teleskops, von Herschel handgemacht. Wie ein Kunsthandwerker stellte er etwas her, das sowohl manuelle Fähigkeiten als auch geistige Arbeit erforderte. Dieses Teleskop macht vor über 200 Jahren eine revolutionäre Entdeckung. Vielleicht ein Komet. 1781 beobachtet Herschel Nacht für Nacht den Himmel. An seiner Seite seine Schwester Caroline. Following Delta Tauri. Sie notiert alle seine Beobachtungen und wird selbst eine berühmte Astronomin werden. Ihre Beobachtungen waren entscheidend. Sie war eine seiner Geheimwaffen.
Dann, am 13. März, sieht Herschel ein Objekt durch sein Teleskop, das sie noch nicht erfasst haben. Ein sehr leuchtschwacher Stern, der sich vor dem Hintergrund der anderen Sterne zu bewegen scheint. Dieser Wandelstern ist ein neuer Planet, Uranus. Die Planeten waren seit Beginn der schriftlich dokumentierten Astronomie identifiziert. Und nun entdeckt dieser Musiker mit selbstgebauten Teleskopen einen neuen. Das ist erstaunlich. Uranus, ebenfalls von Ringen umgeben, ist 63 Mal so groß wie die Erde. Aber niemand hatte ihn bis dahin identifiziert, weil er mit bloßem Auge kaum sichtbar ist. Mit 2,9 Millionen Kilometer ist er doppelt so weit von der Sonne entfernt wie Saturn, der bis dahin am weitesten entfernte bekannte Planet. Über Nacht verdoppelt Herschel die Größe des Sonnensystems. Die Entdeckung löst eine fieberhafte Jagd nach Planeten aus. Es ist eine Suche, die die technisch ausgereiftesten Teleskope der Welt bis heute fortführen. Die Sonne geht unter über dem Mauna Kea auf Hawaii. Die gigantische Kuppel des Keck-Observatoriums öffnet sich. Ein 10-Meter-Spiegel dreht sich gen Himmel. Jeff Marcy ist einer der weltweit führenden Planetenjäger. Er benutzt das Keck-Teleskop, um nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu suchen. Am Nachthimmel sieht man tausende funkelnder Lichter. Das sind Sterne wie unsere Sonne. Planetenjäger wie Jeff Marcy vermuten, dass viele dieser Sterne eigene Planeten haben könnten. Aber sie zu finden, ist eine ganz andere Sache. Planetenjäger wollen die Nadel im Heuhaufen finden. Teleskope erzielten 1995 einen Durchbruch. Sie registrierten einen normalen Stern, der eine gleichmäßige Taumelbewegung ausführte. Auf den Stern wirkte Gravitationskraft ein. Beweis für einen ihn umkreisenden Planeten, den sie nicht sehen konnten. Exoplanet 51 Pegasi B. Die Entdeckung des ersten Planeten, der einen normalen Stern umkreist, 51 Pegasi, war ein extrem tiefgreifender Moment für die Menschheit. Wir wissen nun, dass es dort draußen andere Welten gibt. Seitdem haben Astronomenteams auf der ganzen Welt Beweise für mehr als 400 weitere Exoplaneten gefunden. Aber die meisten der bisher entdeckten Planeten sind Gasriesen von der Größe Jupiters. Sie umkreisen ihre Sonnen in viel zu kurzer Distanz, als dass auf ihnen Leben möglich wäre. Und ein Planet, auf dem für Leben erforderliche Bedingungen herrschen, ist das, wonach Planetenjäger eigentlich suchen. Wir würden gern wissen, ob es da draußen bewohnbare Welten gibt, mit geeigneten Temperaturen und flüssigem Wasser. Ob sie die Voraussetzungen haben für Leben, vielleicht sogar für intelligentes Leben. Nach kleinen Gesteinsplaneten ähnlich der Erde zu suchen, ist allerdings ein anderes Paar Schuhe. Das ist das Stichwort für das NASA-Weltraumteleskop namens Kepler. And liftoff of the Delta II rocket with Kepler on a search for planets in some way like our own. Keplers 3 Jahre währende Mission besteht darin, Planeten von der Größe unserer Erde zu finden, die andere Sterne umkreisen. Ich denke, Kepler wird in die Geschichte eingehen, als eines der großartigsten Teleskope der Menschheit. Keplers Mission besteht darin, in unserer Milchstraße in einem Himmelsausschnitt mit 100.000 Sternen Helligkeitsschwankungen festzustellen und somit nach Hinweisen auf andere Welten zu suchen. Nach Absprengung der Schutzkappe beginnt es, das Sternenlicht zu messen. Wir beobachten den Stern. Eine Erde umkreist den Stern, und wenn sie vor ihm vorbeizieht, blockiert sie einen winzigen Bruchteil des Sternlichts. Und dadurch leuchtet der Stern ein kleines bisschen schwächer. Kepler hat bereits mehrere neue Exoplaneten entdeckt. Einen erdähnlichen Planeten hat die Raumsonde noch nicht gefunden. Aber laut den Astronomen ist das nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir die ersten erdähnlichen Planeten entdecken. Orte, die man durchaus als Heimat bezeichnen wollen würde. Obwohl Kepler 100.000 Sterne beobachtet, ist das nur ein kleiner Fleck am Himmel. Da draußen gibt es noch hunderte Milliarden weiterer Sterne. Bei der Suche nach Exoplaneten müssen wir uns Hunderttausende von Sternen ansehen. Daher verwendet Planetenjäger David Charbonneau eine bodenständigere Technologie. Nämlich mit einfachen Teleskopen die nächstgelegenen Sterne zu studieren. Mit kleinen Roboterteleskopen scannt er 2000 Sterne, die wesentlich weniger hell sind als unsere Sonne. Das erleichtert die Aufgabe, einen kleinen Planeten zu entdecken, wenn er vor seinem Stern vorbeizieht. Und er hat einen Planeten entdeckt, der nur 2,7 Mal so groß ist wie unsere Erde. Eine Supererde. Wichtig ist, sie scheint mit Wasser bedeckt zu sein und eine Atmosphäre zu haben. Mit gut 200 Grad Celsius ist sie dennoch zu heiß, um bewohnbar zu sein. Aber es ist ein vielversprechender Blick auf das, was es da zu entdecken gibt. Wenn wir Erfolg hätten bei unserer Suche, dann hätte das Auswirkungen, die weit über die Astronomie hinausreichen. Bei ihrem Ziel, bewohnbare Planeten zu finden, bekommen die Profi-Astronomen ein bisschen Hilfe von außen.
Amateurastronomen sind von zentraler Bedeutung für unser Verständnis der Planeten, die Sterne umkreisen. Auf der ganzen Welt verteilt machen sie mit geeigneten Teleskopen ihre Beobachtungen. Ron Bissinger ist so ein Astronom. Er tritt in die Fußstapfen von Wilhelm Herschel und dessen Entdeckung von Uranus. Wenn ich Nacht für Nacht hier hochkomme, das Teleskop ausrichte und den Computer hochfahre, weiß ich, welchen Stern ich beobachten werde. Das gehört alles mir. Das ist allein meine Welt. Ich bin für diese Nacht vielleicht der einzige Mensch, der diesen Stern betrachtet. Er hat ein Teleskop, das leistungsstark genug ist, um die Profis zu unterstützen. Professionelle Observatorien können nicht Nacht für Nacht nur einen einzelnen Stern beobachten, aber wir schon. Auch er wartet auf eine bedeutsame Helligkeitsschwankung, während er jeweils nur einen Stern beobachtet. Eine Welt da draußen zu finden, die niemand zuvor kannte, die noch nie zuvor jemand gesehen oder entdeckt hat, von deinem Garten hinterm Haus aus. Ich kenne keine andere wissenschaftliche Disziplin, wo jemand wie ich, beziehungsweise wie die vielen anderen Amateure, so etwas schaffen kann. Bissingers Geduld hat sich ausgezahlt. Er hat bereits mehrere große Exoplaneten entdeckt. Jedoch sind sie alle zu nah an ihren Sonnen, um lebensfreundlich zu sein. Wie alle bekannten Exoplaneten umkreisen sie Sterne innerhalb unserer Galaxie, die, wie wir heute wissen, eine riesige Ansammlung von Sternen ist, in der sich auch unsere Sonne, die Erde, unser Sonnensystem befinden. Aber vor nur 200 Jahren wussten wir nicht einmal, dass wir in einer Galaxie leben. Das allein durch das Betrachten der Sterne zu entdecken, war eine große Herausforderung. 1781 ist Wilhelm Herschel der Mann, der sich dieser Herausforderung stellt. Und dafür braucht er ein größeres Teleskop. Er baut ein Teleskop mit 6 Meter Brennweite. Damit ist er in der Lage, mehr Sterne zu sehen als mit jedem anderen Teleskop der Welt. Und er beobachtet vor allem einen ganz bestimmten Teil des Nachthimmels. Das Sternenband, das wir Milchstraße nennen. Sie wird Herschels Schlüssel zum Verständnis der Gestalt unserer Galaxie sein. In einer klaren Nacht ist die Milchstraße ein majestätisches Schauspiel. Ein strahlendes Band aus Sternenlicht wölbt sich über unseren Köpfen. Für die Menschen des Altertums sah es aus, als wäre Milch am Himmel verspritzt worden. Und daher nannten die Griechen sie Galaxias Kyklos, milchiger Kreis. Davon leitet sich unser Wort Galaxie ab. Und sie fasziniert Astronomen bis heute. Die Milchstraße erstreckt sich von Horizont zu Horizont, wie ein großes Band um uns herum. Es ist, als ob wir hier auf der Erde auf einer Radnabe sitzen würden und die Milchstraße ein großes Rad wäre, das sich um uns herum dreht. Galileo entdeckte mit seinem Teleskop als erster, dass die Milchstraße aus Sternen besteht. Aber niemand wusste, dass sie eine Galaxie ist. Man wusste nicht einmal, welche tatsächliche Gestalt sie hat. Das herauszufinden wird nun zu Herschels Obsession. Welche Gestalt hat die Milchstraße eigentlich? Wir sind vermutlich in der Mitte. Wie würde sie von außen aussehen? Unermüdlich späht er in den Himmel. Nacht für Nacht kartografiert er die Positionen der Sterne. Herschel ist geradezu besessen. Und er macht etwas Außergewöhnliches mit seiner Obsession. Herschel kartografiert die Verteilung aller Sterne, die er sehen kann. In einem großen Kreis, der die Milchstraße in 2 Teile trennt. Er führte in die Astronomie die Technik der Sternzählung ein. Er zählte einfach, wie viele Sterne kann ich sehen. In einer Richtung sieht man sehr wenige Sterne, in einer anderen sieht man zigtausende von Sternen. Er zeichnet diese Verteilung auf und erhält so eine Ansicht der Milchstraße. Die Studie nimmt 1 Jahr des präzisen Aufzeichnens in Anspruch. Herschel erstellt schließlich eine Karte, aufgrund ihrer Form der Wetzstein genannt. Zum ersten Mal sieht Herschel, dass die Milchstraße weit mehr ist als nur ein aus Sternen bestehendes Band am Himmel. Sie ist eine riesige Scheibe aus Sternen. Und Herschel glaubt, das ist der ganze Kosmos. Mit dieser Karte der Milchstraße glaubt er, eine Karte des gesamten Universums anzufertigen. Der Rand dieser Sternenscheibe ist der Rand von Herschels Universum. In ihm liegt unser Sonnensystem, unsere Sonne und unsere Erde. Das Erstaunliche ist, dass Herschel vor über 200 Jahren damit fast richtig lag. Die leistungsfähigsten Teleskope auf der Erde und im All zeigen jetzt, dass die Erde und unser Sonnensystem auf einem Spiralarm im Randbereich unserer Galaxie liegen. Zwergenhaft klein erscheinend in einer gigantischen Scheibe aus 200 Milliarden Sternen, die sich um eine helle zentrale Ausbeulung dreht, in der sich ein supermassives schwarzes Loch verbirgt. Die Milchstraße ist so groß, dass es 100.000 Jahre dauern würde, mit Lichtgeschwindigkeit, das sind etwa 1 Milliarde Kilometer pro Stunde, von einem Rand zum anderen zu reisen. Jetzt ist ein neues Teleskop im Begriff, Neues über unsere Milchstraße herauszufinden. Das Herschel-Weltraumteleskop. Bill Letter ist ein wichtiges Mitglied des Herschel-Teams.
Herschel wird die gesamte Milchstraßengalaxie kartografieren, wie dort Sterne entstehen, wie sie sterben und wie die Galaxie zusammengesetzt ist. Nach jahrelanger sorgfältiger Vorbereitung ist das Präzisionsteleskop startklar. Der Start ist brutal. Man kann es nicht anders beschreiben. Die Rakete zündet, alles wackelt. Wir schießen das Ding ins All und können nur hoffen, dass nichts kaputt geht. Rund 1,5 Millionen Kilometer über der Erde blickt der größte Spiegel, der je ins All geschickt wurde, jenseits des sichtbaren Lichts zu Wellenlängen, die für unser Auge unsichtbar sind, ins ferne Infrarot. Das bedeutet, Herschel kann winzige Temperaturschwankungen messen und durch Staubwolken hindurchsehen und uns so die klarsten Aufnahmen liefern, die es je von der Milchstraße gegeben hat. Die Resultate sind erstaunlich. Wir können mit dem Herschel-Weltraumteleskop direkt in die Wiege neugeborener Sterne blicken. Wir sehen etwas ganz anderes, als wir mit bloßem Auge sehen würden. Wenn wir dieselbe Region in sichtbarem Licht sehen würden, wäre sie voller Sterne. Aber hier im Infrarot sehen wir Staub und Gas. Und daraus besteht eigentlich der Großteil des Materials in unserer Galaxie. Und das ist der Ort, wo sich Sterne bilden. Kein anderes Teleskop ist in der Lage, die Milchstraße so detailliert zu sehen. Sterne in diesen Regionen unserer Milchstraße waren für Wilhelm Herschel unsichtbar. Dennoch kann er vor über 200 Jahren am Nachthimmel mehr sehen als je ein Mensch vor ihm. Als er die Sterne mit seinem Teleskop kartografiert, bleibt ein Rätsel bestehen. Tausende seltsamer Objekte, die Astronomen nicht erklären können. Sie nennen sie Nebulae, lateinisch für Wolken. Sie sehen aus wie verschwommene Lichtflecken, wie Teile der Milchstraße, die sich gelöst haben. Einige von ihnen kann man sogar mit bloßem Auge sehen. Durch ein Teleskop gesehen sind da Tausende von ihnen und sie haben alle möglichen Muster, Formen und Größen. Sie sind schön und geheimnisvoll. Einer meiner Lieblingsnebel ist der Andromeda-Nebel, den man sogar mit bloßem Auge sehen kann. Durch ein Teleskop, wenn ich ihn finde, sieht man nur dieses leuchtende Licht, das zur Mitte hin immer heller wird. Man fragt sich, was ist das? Herschel erstellt einen Katalog dieser rätselhaften Objekte, zählt und klassifiziert über 2300 Nebel. Aber selbst mit seinen riesigen Teleskopen kann Herschel nicht sagen, was sie sind oder wo sie sind. Sie waren kleine Flecken, die man mit den besten Teleskopen der damaligen Zeit sehen konnte. Man hielt sie für Nebel, für Wolken aus Gas. Aber die Menschen begannen sich zu fragen, wie weit diese Flecken entfernt waren. Das Rätsel der Nebel wird Astronomen noch jahrzehntelang beschäftigen. 60 Jahre später baut der exzentrische Lord Ross in Birr Castle in Irland das größte Teleskop der Welt. Er will endlich das Rätsel der Nebel lösen. 6 Stockwerke hohe Mauern stützen einen 18 Meter langen Tubus. Und der Spiegel ist mannshoch. Er ist ein sehr begabter Ingenieur. Sein Great Leviathan of Parsonstown hat eine Öffnung von rund 1,8 Meter Durchmesser. Lord Ross richtet das Teleskop auf die Nebel. Er zeichnet, was er sieht. Zum ersten Mal sind die verschwommenen Nebel deutlicher zu sehen. In einigen von ihnen kann Ross Sterne und spiralförmig drehende Strukturen erkennen. Aber es gibt ein Problem. Das Teleskop kann nur auf und ab bewegt werden und die Spiegel werden schnell blind. Das gigantische Teleskop verfällt. Es werden 80 Jahre vergehen, bis mit einem technisch revolutionären Teleskop, das größer ist, als Galileo es sich je hätte vorstellen können und das sich hoch oben auf einer Bergspitze befindet, das Rätsel endlich gelöst wird. Das große Teleskop auf dem Mount Wilson in Kalifornien wird zeigen, dass die Spiralnebel, die Ross als erster gezeichnet hat, eigentlich separate Galaxien jenseits der unseren sind. Es wird der Vorstellung von der Größe des Universums eine neue Dimension verleihen. Es hat unsere Vorstellung von der Größe des Universums revolutioniert. Wir waren nicht länger auf die Milchstraße beschränkt. Unsere Galaxie, die Milchstraße, wird nicht mehr die einzige Galaxie im Kosmos sein. Sie wird nur eine von Hunderten von Milliarden Galaxien sein, die sich in einem unvorstellbar großen Universum drehen. Der Einsatz von Teleskopen hat uns ein völlig neues Fenster ins Universum geöffnet. Das Wettrennen um den Bau immer größerer Teleskope wird anhalten. Dank unserer Technologie können wir gigantische erdgebundene Teleskope bauen. Wir können riesige Weltraumteleskope ins All schicken und weit entfernte Dinge im Universum sehen. Das Teleskop verschiebt die Grenzen unseres Universums immer weiter hinaus. Und was werden kollidierende Galaxien, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind, uns über unsere eigene Milchstraße erzählen? Und was wird das Nachglühen des Urknalls am Rand des sichtbaren Kosmos uns darüber erzählen, wie unser Universum begann? Jedes Mal, wenn wir einen neuen Teil des Universums erforschen, erleben wir großartige Überraschungen.
Am überraschendsten ist, dass die Teleskope enthüllen, dass wir derzeit nur 5% des Universums sehen können. Nur wenige Prozent des gesamten Materie- und Energiegehalts des Universums besteht aus Dingen, die wir sehen können. Und woraus besteht dann der Rest des Universums? Wir beginnen unsere Entdeckungsreise erst. Wir lernen etwas über einen Teil des Universums, von dem wir vor 10 Jahren nicht einmal wussten, dass er existiert. Teleskope werden eine schwer zu begreifende und mächtige Kraft aufzeigen, die das Schicksal unseres Universums formt. Dunkle Energie. Dunkle Energie ist das Mysteriöseste, was wir je entdeckt haben. Unsere Teleskope stehen vor einer neuen Ära der Entdeckungen und Erkundungen.